Ja, Leute, heute gibt es wieder was ganz Besonderes und zwar ziemlich komische und crazy Duelle. Heute mit Schlomo. Hallo, redest du meinen Atmon rein? Richtig frech, der Junge. Ja, hier richtig frech, ey. Da traut ich hab den was. Vibe gerade gespürt, okay? Ja, okay, fühle ich. Guck mal hier, Pearly freut sich auch hier, mega. Freust du dich denn? Ich bin auf jeden Fall richtig hyped. Du hast mir auf jeden Fall bahnbrechende Replays versprochen und ich bin auf jeden Fall gespannt, was jetzt hier passieren wird. Ja, also wir sehen, wir haben hier drei Replays. Ich weiß nicht, ob wir alle schaffen, aber wir haben auf jeden Fall den ersten Bein, weil der erste ist ziemlich kurz, der zweite ist dagegen viel, viel länger. Der erste ist ein Paradebeispiel, glaube ich, für liest die Karten des Gegners, aber ich würde sagen, wer war die lange Reiter? So. Ja, ich sehe schon direkt, also im Master Rank auf jeden Fall, weiß nicht, muss nichts heißen, aber Spielzüge 1, also da gibt es einen Skibbity Scoop, nachdem jemand ein Board gebaut hat. Ich habe glatt das Gefühl, du wirst, ja, da geht der Shadow Player auch direkt first. So. Okay. Ja, okay. Was? Okay, Bro. Können wir über deine Hand reden? Okay. Was? Come on, man. Wozu hast du mich hier eingeladen, man? Normal Summons du gleich Barrier Statue und der Gegner scoopt? Nein. Hä? Also, ich habe eine bessere Normal Summon, ja. Also, ich habe ja Spiegel, den Schwertritter. Sure. Du kommst eine Weile und Specials dann oder Normals, kriegst den halt aufs Board, aber... Okay, ja, also gut, ich lass mich überraschen. Ich habe die halt im Deck, weil, naja, das war, glaube ich, der Zeitpunkt, wo Snake Eye gerade so krass vertreten war. Und naja, ne, Barrier Statue, Finsternis, ne, Snake Eye, Feuer, ist ja irgendwie logisch, ne? Ist irgendwo logisch. Ja, und hier habe ich aber was. War schon noch ein bisschen toxic. Ah, vielleicht, maybe. Ja, ich habe hier eine kleine Engine reingepackt und zwar eine Jubel Engine. Es ist ein Chimera Deck. Man glaubt es kaum. Man kann es auch hier sehen am Extra Deck. Es ist ein Chimera Deck. Ja. Aber ich habe getestet zwischen Horus Engine oder. Jubel Engine und beide das gleiche Ziel eigentlich, und zwar um Nibiru drumherum zu spielen. Yes. Und das heißt, Albtraumthron ist halt da, um eigentlich Geist zu zerstören. Geist legt nun mal Jubel rein. Ja, und dann einfach Phantom of Jubel, fertig. So. Aber das Coole ist natürlich, was ist Albtraumthron auch noch? Wir können nämlich mal direkt hier anfangen hier. Albtraumthron ist natürlich auch ein Handtrap-Bait. Dementsprechend Ash Blossom. Let's go. So, das macht. Also, das ist ironisches, ja. In dieser Situation macht das eigentlich voll viel Sinn, weil ich meine Biru-Safe halt nicht habe. Aber wenn du gegen Jubel spielen würdest, weiß ich nicht, ob du Throne ashen würdest. Also weiß ich nicht. So, Also du könntest natürlich hier dann auch einfach jetzt Lotus, wenn ich Lotus suche, Lotus ashen. Aber ja. Wir sehen auch gleich, macht Sinn, weil er hat natürlich noch mehr. Ist natürlich wichtig. So, hat noch mehr Handtraps. Ja, so, jetzt annullieren wir das Ganze hier. Heißt annulliert. Und jetzt natürlich, hier kommen so Normal Summon und jetzt gehen wir es schon. Okay. Du weißt, was Schwert. Ich kenne mich mit Chimeras nicht aus, erklär's gerne mal für mich und sagen wir mal, wir erklären es für die Zuschauer da draußen. Ja, wir erklären es nicht für dich, du weißt das natürlich. Natürlich. Ganz einfach. Also, das ist wie bei Jubel Lotus oder bei Snake Eye Ash, ist das die wichtigste Normal Summon mit. Und wir benutzen sie, um ein Monster aus dem Deck speziell zu beschwören. Also auch Ash anfällig natürlich. Das Besondere ist jetzt aber. Das Ganze ist ein Quick-Effekt. Ja, okay, gut. Das ist natürlich pretty bad, ja. So, das heißt, er macht Imperm und ich chain einfach. Ja, und dann ist Imperm halt ins Leere gelaufen. Und ja, als er das realisiert, denkt er sich auch... Jetzt wird gescoopt. Ja, verdammt. Da sollte man eine Imperm drauf machen. Ja, aber, okay, gut. Ja. Okay. Das ja, Witzige ist, chillig. Ich habe sehr lange, ich spiele Chimera schon etwas länger... Und es ist mir, glaube ich, insgesamt erst dreimal passiert, dass wirklich das versucht wurde zu impermen. Weil, wie gesagt, es ist halt komplett der falsche Punkt. Ja, man muss halt das Schwert lesen, dass es halt ein Quick Play ist. Lieber so ein Scoop of Shame, als dass er dann 10 Jahre aber durchgesessen hätte, bis du dann deinen Barrierestatus aufs Board bekommen hätte. Ich glaube, so. Also es gibt zwei Optionen immer bei der Combo. Entweder... gehst du für Barrier Statue, kannst aber nicht setupen, das heißt, sobald dein Monster etwas stärker ist, rennt er einfach drüber. Oder du legst halt einfach Chimeras aufs Feld, dann hast du ja Negate durch den Schwert im Friedhof und ein Targeting Negate plus Follow-up und eine Fusion-Set, die dir dann Wächterschimäre im Gegner zum Zug ruft. Und das hätte ich wahrscheinlich eher gemacht, weil er hat ja 2 Handtraps verloren, plus meine Chimera hat dann noch eine Handkarte verloren, das heißt, er spielt ja nur noch mit 3 Karten
und ich habe halt eine Wächterchimäre und ein Targeting Negate und ein Monster Effect Negate. Das heißt also, ich hätte das wahrscheinlich schon gewonnen, dann auch einfach so ohne die Statue dann, ne? Okay, sagen wir mal, sagen wir mal. Oh. Okay, next Replay, let's go. Guck mal, Leute, ich wusste gar nicht, dass ich hier geroastet werde, dass ich Barrier Statue spiele. So, so, und dieses Replay, die Leute sagen ja immer, ey Maurice, ist ja schön, dass du mal zeigst, was deine Gegner für Fehler machen. Okay, Leute, dann zeigen wir auch mal, was ich für Fehler mache. Oha. Denn es gibt eine goldene Regel. Und die habe ich missachtet und deswegen war ich dumm. Ich war richtig dumm. So, ja, er freut sich wieder, ich habe Barrier. Nein, 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 nein. Erwischt den Sunplayer auf frischer Tat ertappt. Nein, 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 nein. So nicht, so nicht. So, Achtung jetzt. Also. Okay. Gegner fängt an. Ja. Gegner fängt an. So. Achtung. Und jetzt kommt. Gegner fängt an und aktiviert erstmal hier Drachenschreien. Yes. Wild. Spielt er Blue Eyes? Spielt er irgendwas anderes? Er spielt natürlich Pendel. Yes. Pend best deck. Let's go. Genau. So. Pendel. So. Und jetzt kommt's hier. Erst wird Max Sail gechained, okay. Ist hierhin korrekt? Nee, das ist schon falsch. Naja, fast. Okay, er hat noch kein Board, deswegen er könnte gammern so. Ja, und jetzt ist die Frage für dich. Spielst du immer im Gamma drumherum oder nicht? In der Regel ja, weil, also in der Regel ja. Ja, genau. Und das ist halt auch schlau. Und ich war dumm, hab nicht im Gamma drumherum gespielt. Denn theoretisch, egal, also das jetzt für die Leute auch wieder, dass sie auch ein bisschen was mitnehmen wieder. Max Sail, ultra starke Karte, ne? Und natürlich spielen so viele Leute Counterkarten. Es gibt Called By, Cross Out, Ash Blossom und Gamma. Das sind die Karten, die eben gegen Max Sail gespielt werden. Gamma kann man aber natürlich auskontern, indem man wartet, bis er ein Monster auf dem Feld hat. Und dann nutzt man erst seine Handtraps. Und ja, Leute, er würde jetzt eine Spezialbeschwörung machen. Heißt, wir hätten einen Draw. Aber wir verzichten auf diesen einen Draw, um eben dann um Gamma drumherum zu spielen. Ja, wie gesagt, ich bin dumm. Ich mache das natürlich nicht. Das heißt, ich aktiviere das Ganze und er sagt sich, ja, Gamma! Let's go. Das Ding ist, was ich dazu hinzufügen würde, ist, das Sargdeck oder Pent Magician, was auch immer das jetzt sein wird, hat in der Regel schon auch eine normale Summon. Deswegen ist es eher unüblich, eine Handtrap wie Gamma in diesem Deck zu sehen. Kann man machen, ist aber eher unüblich. Mhm. Genau. Ja gut, ich denke mal, dass auch vielleicht irgendwie wegen Shifter und so weiter, also einfach so irgendwie versucht abzusetten irgendwie. Mhm. Also ich weiß, es gibt ja diverse Handtraps, wie gesagt, Maxe, Shifter, das kannst du ja direkt in der Draw-Phase machen, theoretisch. Um dann auch um Talents oder Trust drumherum zu spielen. Ist halt die Frage, muss man halt dann abwägen. Wie gesagt, also hier wäre auf jeden Fall richtig gewesen zu warten. Wir sehen auch gleich, es wäre Win gewesen, aber so. Naja, egal, so. Also das auf jeden Fall, ja. Gamma kommt hier halt jetzt durch. Und bei Gamma ist das so eine Sache. Es gibt viele Decks. Ah, ne, wir können das extra Deck gar nicht sehen. Viele Decks, die sogar Assault Dragon spielen und dann ja ein Baroness gehen einfach. Das heißt, du gibst den Free Omni Negate. Was halt strong ist natürlich. Ist ein bisschen gut. Ja, ein bisschen gut. Oder als Needle Fiber noch da war, direkt Needle Fiber und so. Also ist schon absolut gestört. Aber jetzt so, jetzt können wir erstmal hier Smalltalk halten, weil ja, es ist Pendulum. Er kombot jetzt natürlich. Und oh, das ist aber mein favorite Deck of all time. Du kannst ruhig weiterlaufen lassen. Okay. Genau, das ist der neue Panel-Support, der Thor Magier. Der wird auch als Pent Magician behandelt. Und hier, okay, er holt sich halt noch einen Pent Magician. Mit Beyond the Pendulum kann man halt irgendein Pendelmonster suchen. Und es ist halt die Frage, gehst du die Floodgate-Route und suchst dir dann die Majesty, die dann, wenn sie gepent-summoned wird, einen Field-Spell sucht. Und es gibt ja also drei, vier Field-Spells, die im Prinzip Floodgate sind. Also du kannst auf verschiedene Wege gehen. Die größte Schwäche ist, man hat es gerade gesehen, wie viele, also warum er jetzt hier nicht irgendwie einen Negate gebaut hat vor dem Pen-Summon. Er hat auf jeden Fall die Möglichkeit, ist schon ein bisschen cringe. Verstehe ich nicht ganz, weil die größte Weakness bei Pendel ist halt, um Nibiru herumzuspielen. Und alle Link 2 Monster, die für Pendel am Start sind, fressen jede Handtrap und das zackt direkt. Also Pendel hat schon auf jeden Fall große Schwächen und Tücken und der hatte hier die beste Ausgangslage und hat irgendwie verkackt, das zu realisieren. Er wird jetzt ein Giga-Chat-Board vielleicht bauen, weil du hast keine Handtrap, um ihn weiter zu interrupten. Aber ich sehe die Super-Poly, die wird dann am Ende sicherlich schmecken. Ja, genau. Deswegen, wir gucken das auch bis zum Ende auf jeden Fall. Und ja, du hast recht, Nibiru ist halt ein Problem jetzt, aber siehst auch, der Maxe, also der hat ja alles beendet hier, also da wäre ja nichts mehr gekommen, so.
So. Bei Zarg tatsächlich, ich mag das Deck sehr gerne in Master Duel zu spielen, weil tatsächlich du kannst auch einfach nur den Tor-Magier specialen. Und der searcht dir dann diese Trap, die den Zarg rauscheatet. Okay, ja. Und der wiped halt einmal das komplette Board und ist ein großer unaffected Tower. Also man kann unter Maxe das einfach machen und ist dann okay. Bei Pendel ist dann halt das Problem, du willst halt so eine simple Strategie. Gut, hat er gerade. Ja, er hat gerade. Er hat gerade einfach schwarzes Zorn des Himmels gesucht. What the hell? Ich will noch ganz kurz meinen Gedanken zu Ende führen. Also, normalerweise, wenn du so ein Deck hast, was so gut gegen Maxe antritt, willst du halt auch viel so Non-Engine am Start haben, um das noch zusätzlich zu supporten. Mhm. Und bei Pendel ist der Non-Engine-Space eher gering. Aber der Giga-Chat spielt natürlich schwarzes Horn des Himmels. Ist, ja, sure. Ist strong. Ironischerweise ist die Karte gegen mich ja ziemlich useless, weil sie sagt ja einfach nur, wenn ein Monster spezial beschworen wird. Das heißt, gegen Polymerisation kann er halt nichts machen. Ja. Das heißt, die Karte ist halt gegen die meisten Summons von mir sogar komplett nutzenlos, was natürlich sehr strong ist. Und jetzt sehen wir hier ein Endboard. Also ich meine, wir können ja drüber reden. Ich habe die Superpoly in der Hand. Wir sehen hier ja, ich sehe schon zwei Windmonster auf jeden Fall, die sexy Targets sind für die Superpoly. Das ist immer die Frage, ne? Worum will man drumherum spielen? Also was ist das Endboard? Also ich muss zugeben, gerade bei krassen Combo-Decks liebe ich es, wenn ich nicht in Superpoly spiele. Ich meine, hier halt komplett in Superpoly rein. Und das ist auch schon, also mir selber auch Decks, wo ich Apo plus Wirbeldrache gelegt habe. Ey, so oft habe ich Superpoly darauf gefressen. Das ist einfach unglaublich. Ja, ja. Und du verlierst halt so viel dadurch, ne? Aber er hat natürlich noch Normal Summon, ne? Überleg mal, das war alles ohne Normal Summon. Ja, ey, das Sargdeck kann richtig, richtig reinbratzen. Also, Superpoly tut bei dem Board immer weh. So. Ja, Superpoly nimmt halt quasi alles außer die IP. Was halt schon mal sehr gut ist für uns. Aber unsere Hand ist an sich echt nicht gut, ne? Also Crossout hilft jetzt, falls er Maxe oder irgendwas hat. Aber ja, Tributmonster, Brick. Barrier Statue ist jetzt so gesehen auch ein Brick. Den kann man nur normeln. Ja, aber er kann IP mal in den Little Knight gehen einfach. Hä, was? Nein. Nein, doch. Little Knight ist doch dark. Ja, wollte ich sagen. Hier sag ich mal nix hier, ne? So, Draw. Ja! Yes! Ja! Ja! Discard für Superpoly. Hallo? Ja, zweimal Discard für Super. So. Hier habe ich schon überlegt, ob ich gleich Tribut zusammen machen für Baphomet. aber da, also meine Hand ist eigentlich unplayable. Er hat krasses Board. Klar, ich kann Superpolien, aber eigentlich ist das schon fast verloren. Aber wir versuchen es zu unserem Glück einfach mal. Weil auch der Gegner kann ja auch mal nicht gute Entscheidungen treffen. So. Ja, vielleicht wird gescoopt nach dem Superpoli. Wer weiß. Ja, so. Schlammdache. Und jetzt wird direkt die IP aktiviert. Ah, bist ja. Okay, das war sehr früh. Okay, jetzt ist die Frage. Ja, Digga, aber also wenn er jetzt in SP reingeht, dann ist ja Maximum Wasted auf einen Schlammdrachen. Ja, ja, genau. Okay. Vor einem Schlammdrachen kann nicht getargetet werden, ne? Also, ich bin gespannt. Er kann nicht getargetet werden. Ich wette, du zeigst mir jetzt das. Digga, er nimmt auch noch sein Tor mal. What are you doing? No way! Was machst du? Oh, mir blutet mein Herz. Stimmt, mir blutet mein Herz, 5, Digga. Ne? Mir blutet mein Herz. Weil das ist ja den du dann opfern musst. Ich weiß nicht, also er hat das Horn des Himmels ja gesucht, dann hat er wahrscheinlich nicht die Tor-Magier-Trap da. Aber das ist ja den Bre, den du dann tributest, um Sarg rauszuschicken. Vielleicht spielt er das ja gar nicht so mit dieser Trap. Das gibt's auch Builds, finde ich falsch, aber okay, finde ich falsch. Wir können das Deck am Ende angucken. Ich weiß gar nicht, ob er das spielt. Aber auf jeden Fall, ja, jetzt ist halt, jetzt merkt er, achso, SP Lindner kann Schlammdrache nicht wählen. Das ist natürlich ungünstig. Muss jetzt mal ein BVM nehmen. Okay. So, aber jetzt natürlich, wir haben nix, Battleface kaputt und jetzt hat er ja gar nix. So. Und wir könnten jetzt Tribute Summon machen. Theoretisch. Let's go. Das ist so schlecht eigentlich. So, geht durch. So. Ja, aber er hat halt keine Plays mehr halt, ne? Der hat Horn, ja, der hat das Horn, das wissen wir eigentlich. Und dann können wir jetzt halt Superpolien. Ja, wir nehmen so Statue, weil we don't need it. Effekt. Ja, jetzt kommen die Plusmaschinen hier von Camera rein. Quartal, Holt Schwert. Jetzt natürlich das Problem. Ja, wir haben jetzt einen Normal Summon. Eigentlich wollen wir ihn normalen. Aber wir können ja das coole Fusion nochmal re-adden. Das heißt, wir können doppelt fusionieren. Das machen wir jetzt nämlich auch. Und wir gehen nämlich jetzt hier für die super gute Wächter-Chimäre. Let's go! Und die, jetzt sehr risky. Jetzt eine Ash Blossom oder so, täte natürlich richtig weh. Aber wir haben natürlich Auslöschungsinformant. Von daher ist das komplett egal. Und wir haben noch Shame Block, deswegen komplett egal. So.
Rein da, zerstör beide. Ich zerstöre mal Low Scale. Du bist doch hier der Pendel-Experte, ne? Ja. Ist Low Scale das richtige Target? Theoretisch jein. Also, das kommt drauf an, wie der Gegner das Deck gebaut hat. Einige spielen den Donut, so nennen wir ihn, auf 1. Ich finde das falsch. 2 ja. muss gerade in Master Duel, wo Electromite legal ist, sein. Und ich habe es jetzt nicht in Erinnerung, hat er noch einen Tormagier in Hand, dann war das falsch. Dann nimmt man die Highscale mit, auf jeden Fall. Ist jetzt aber das Ding ist halt, du kannst nicht pauschal sagen, es ist wrong oder nicht wrong, weil das kommt halt drauf an, was er auf der Hand hat und vielleicht topdeckt er ja dann. Das kannst du halt nicht wissen. Okay. So oder so tut es weh, dass eine Scale fehlt und er muss dann die richtige Scale irgendwie an Land bringen, damit er dann wieder Plays hat. Ja, gut. So, dann aktivieren wir hier Patchwork. Natürlich super guter Draw von Wächterschimäre, ne? Also ein bisschen Luck ist auch dabei. Ich meine, bei der Starthand mit 2 BV Meat kann man auch mal hier einen guten Draw haben. Jetzt können wir den Effekt nutzen von Illusion, nutzen noch den, Draw nochmal, haben heißt eine Wächterschimäre im gegnerischen Zug. Plus, wir haben den Lock theoretisch mit Barrier Statue alive. Was du ja so schön magst. Mhm. So. Ja, ist gut. Poli. Jetzt gehen wir hier in die nächste Poli und gehen in der Ablöser. Und der löst hier was anderes ab. Und zwar die letzte Scale hier. Poppen wir das auch noch. Ja, okay. Dürfen voll jetzt irrelevant dran. Die Frage, weil du eh beide. Nein. Das war eine Frage einfach, um einfach zu wissen, so hier, wenn wir schon so Experten haben hier für Wendel, dann müssen wir auch fragen, was hier schlau ist. Es ist auch sehr abhängig, welches Panel-Deck, ne? Also das ist jetzt nicht pauschal die Low Scale richtig, die High Scale richtig. Zum Beispiel, wenn du Panel Magician hast, dann triggern die ja auch noch Effekts, zum Beispiel, wenn die gepoppt werden. Ja, sehr unterschiedlich. So, wir sehen, also mit einer Super Poly und Normal Summon Baphomet haben wir. Ja. Aber er hat jetzt nicht die schlimmste Position ever. Ein Normal Summon von einem Pendel Monster bedeutet Electromite, bedeutet Full Combo. Nee, Electromite hat er schon raus. Hat er schon rausgehauen? Ja, da. Ah ja, true, okay. Gut, dann sieht's bad aus. So, und das, der Witz ist ja auch noch, er hatte ja hier diesen 2500er, der ja auch einmal wegtributiert hat. Also der wäre ja zumindest stärker gewesen, um was rüberzukommen. Aber wir haben echt viel. Wir haben halt, das ist eine Interruption und wir haben theoretisch Wächterschimäre-Access nochmal, was halt auch gut ist. Ja, und die ganzen, also ich kenne mich mit Chimera nicht so gut aus, aber du hast ja diese ganzen Brays im Graveyard, die ja auch deine Dudes irgendwie beschützen, so vor Targeting und so, oder? Das ist ein Monster-Effekt negate und... Der ist ein Targeting, aber nur wenn ein Chimäre der fliegenden Sagenungeheuer auf dem Feld ist. Okay. Ja, ich finde die immer mies annoying, weil ich habe immer keinen Bock, die zu lesen, aber ich weiß im Hinterkopf, okay, die haben irgendwelche Graveyard-Effekte, aber ich bin zu faul, die dann immer zu lesen. Ja, man kennt es. Nicht lesen, ne? Der klassische Yugi-Spieler. So. Nee, du musst viben einfach. Am Ende nimmt er noch eine Handkarte raus, kompletter Trümmerbruch. Ja. Ja, aber der Discard ist jetzt nicht so wild. Also ja, er hat ein Monster, von daher, ja, so, jetzt ist er dran. Okay. Ja, jetzt aktiviert er Foolish, was natürlich auch nicht der krasseste Topdeck ist. Er legt Scale, er möchte den Effekt nutzen, man könnte den Tor, zerstören wir aber und dann ist halt vorbei. Was sagt die Scale? Ja, das meinte ich. Der hat da den Tormagier-Effekt versucht zu aktivieren, also er hätte wieder einen Low-Scale gehabt. Achso, genau. Okay, Bestätigung des Decks des Gegners, das können wir uns schön angucken. Er spielt nicht die... Ich finde das falsch. Also gerade mit Max C im Format kannst du mit Tormagier-Search die Trap... Du kannst dann passen. Stimmt, ne? Ohne in Max C reinspielen zu müssen. Das geht. Das ist schon stark. Guck mal, Leute. Und du hast halt einen Towers-Monster mit 4000. Und der wipet einmal das komplette gegnerische Board. Schon stark. Und das durch Max C, ne, noch? So? Ja. Ja, Leute. Gibt's ihm einen Draw. Und damit wir hier alle Replays raus haben, ey, komm, wir machen eine XXL-Folge hier. Wir gucken uns das letzte auch noch an. Okay. 6 Spielzüge. Das heißt, hier wird jetzt ein bisschen... Na, kann man schon Grind nennen bei 6 Turns? Ab wann ist es ein Grind-Game? Oh. Ab 8 Turns. Ab 8 erst, sagst du. Weiß ich nicht, oder? 6 Turns ist so, ich hab Board gebaut, er ist dran, ich... Na, okay, na doch. Ist schon ein bisschen kurz Grind-Game. Leute. Okay, wow. Ja. Let's go. Ja, let's go. Wir haben hier Fluffe. Ja. Sehr wild. Wir spielen Ranked. Also das ist jetzt sogar just for fun sozusagen. Also für mich. Mit Fluffle und Ranked reingehen ist ja nicht so das, was man macht. So, und ich fange mal an. Keine Handtrap, schlechte Position. So, Gegner fängt aber an. Fluffle ist auch eher auf Go. Also, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, Fluffle,
die Extra-Deck-Monster von den Schreckenspelz, die machen ja auch so, sag ich mal, so Pop und also genau. Ist so auf Going Second angelehnt auch. Genau, kannst du durchaus spielen. Wie gesagt, ich habe leider nichts gezogen davon. Es geht theoretisch, einen Lock-First-Turn zu legen, aber da musst okay. du diverse Bricks spielen. Also eigentlich ist Going Second für aus meiner Sicht schon the way to go, aber ja, aber die Hand ist halt, also an sich natürlich mit Engine super, ne? Also wir können Poli holen, wir können drawn, wir können suchen und so, das ist super. Aber wie gesagt, natürlich fehlt hier jetzt irgendwie eine Interaktion. Das heißt, wenn wir jetzt gegen das Panelboard spielen würden, schwierig. Da wäre nichts drin. Das wäre schwierig gewesen. Aber wir spielen gegen Schwertseele. Das heißt, Schwertseele Standard, ich meine... Also ein Monster-Negate und ein Omni-Negate und... Also ich tatsächlich, wilderweise, ich sehe immer weniger die Protoss-Line, was ich gar nicht verstehe. Aber Stimmt. ich würde es jetzt einfach mal so erwarten, dass Protoss rauskommt. Ja, aber wir haben gesehen, er geht hier für... Hä? Das ist schon nicht hier drin, oder was? Ach stimmt, er hat ja schon Protoss-Line. Also er kann Protoss, außer er hat die Hard-Draw, die Spell, dann geht das nicht mehr. Ah nee, er hat angefangen mit Surge Mouillet. Also. Ja, aber vielleicht hat er Protoss schon auf seiner Starthand. Ja, werden wir vielleicht sehen. Genau. So. Das könnte sein. Jetzt hier gehen wir da rein. Mir fällt gerade auf, Longhorn in der Starthand, ne? Ja, hat er. Und er spielt nicht Omnibiru. Okay, warum er dann nicht mit Baron startet, weiß auch kein Mensch, aber... Leute, immer Omnibiru drumherum spielen. Ihr spielt jetzt komplett rein. Das ist jetzt die fünfte Summon, ist der Token. Das ist halt schlecht. Und, man kann halt Mouillet normal summon, einen Effekt, um eine Handtrap zu baiten von mir aus. Weil dann kommt der Token, sind zwei Summon, dann ruft ihr Longhorn Token, sind vier Summons und Baroness wäre die fünfte Summon. So. Das Ding ist, in Master Duel ist vielleicht auch der Respekt gegen Nibiru niedriger, weil oft ist ja im Deckbau, du spielst drei Max-C und dann ein Nip, um in Nip reinzuziehen. Ja, so, aber, das ist die gängige... Ja, aber genau deswegen, wegen diesen einen Nip würde ich doch einfach aufpassen, wenn du es kannst. Wenn es kein Minus macht. Ich sag mal so, das hätte ihm, also es hätte nichts an seiner Combo geändert, er hätte es machen müssen... Ja, aber der Respekt, will ich damit sagen, ist gegen Nip in Master Duel nicht so am Start. Ja, finde ich aber falsch. Man sollte schon respektieren. Ja, aber jetzt ist, natürlich, er wird belohnt, also im Sinne von nicht Nip. Zwei Sets stark, natürlich Ohnmacht wahrscheinlich und eine Unbekannte. Und Imperm vielleicht? Ja, genau. Könnte auch sein. So, jetzt ziehen wir. So, sehr viel Engine. Aber der Vorteil ist jetzt wieder, wir haben den Vorteil des Underdogs. Wir spielen ein Deck, ja, Kuscheltier hat man schon mal gehört, so Fluffel, ja, gibt das. Das ist ein OTK-Deck, das weiß ja jeder, ne? Basiert auf Fusion, das weiß auch noch jeder. Aber was kann genau wer, das weiß keiner. Nee, so. No idea. So, wir fangen an mit Patchwork. Ist die Frage, ob es schlau war, weil wenn der Ash kommt, dann hier. Aber wir hätten ja versuchen können, dass er was anderes asht. Aber ich dachte mir, ja, komm, ich habe so viel Non-Engine und es kommt natürlich der Ash. Es tut weh. Es tut weh. So, jetzt aktivieren wir Bär. Und Bär holt uns jetzt hier erstmal das Spielzeugautomat, was natürlich super gut ist. Ja. Jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten. Der Spielzeugspender ist nicht once per turn, ne? Das war der broken Part, wo ich mich dran erinnern kann, glaube ich. Der ist nur so soft once per turn, ne? Genau, richtig. Genau, er ist soft once per turn. Und jetzt gibt es halt verschiedene Wege. Wir können Hund normeln und uns Wings holen. Wir können jetzt Spielzeug abwerfen. Ja, egal. Es gibt verschiedene Wege. Wir fangen an. Wir haben Baroness Negate noch, ne? Und noch ein Grandmaster Negate. Den dürfen wir halt nicht vergessen. Wir aktivieren Spielzeugspender. Discount Spender. Ziehen. Kettenkobold. Nicht schlecht. Wir haben ja so wenig Patchworks. Let's go. Das heißt, wir haben jetzt noch mehr Patchworks. Ja, wenn man das nicht kennt, Digga, wo interruptet man den Quatsch, ne? Ja, ich habe auch schon die Kettenglieder so gelegt. Ich so, ja, komm, negate den mal, bitte, bitte, bitte. Hat er nicht gemacht. So, da fällt der Gegner nicht drauf rein. Ja, so, dann holen wir jetzt aber jetzt die Fusion, was halt super gut ist. Weil wir haben Play jetzt wenigstens. Ne? Wir haben Play. Die, okay, als Schreckenspelz-Gamer. Ja. Wo hätte ich jetzt mit dem Board, also er hat jetzt noch ein Omni und ein Monster-Negate. Ja. Ich hätte jetzt einfach nur so... Ja, also man könnte theoretisch die Fusion negaten, weil da steht Hard Ones per Turn drauf. Genau, richtig. Ja. Da hätte ich jetzt nur Baron aktivieren, eingesetzt. Wenn Barone negiert wird. Aber man spielt die eh nur als One-Off immer. Ja. Also, ja, eigentlich muss ich mit Baroness negaten, weil egal, was für was ich mich entscheide, es könnte wahrscheinlich über eins der beiden drüber rennen. Ist natürlich dann ein Negate gewastet, in Anführungszeichen. Von daher könnte man hier schon annullieren. Ich habe aber aktuell noch keine Normal Summon gemacht. Aber ist halt nicht so wild, weil wir ja noch den Monster Negate haben. Genau. Also eigentlich müsste es die Fusion negaten, macht er aber nicht. Okay. So, das heißt, wir gehen jetzt hier in eine Fusion. Wir gehen in so einer supergeilen Wahl. Wow. Was macht der denn? Ja, der auf Summon poppt.
Okay, und deinen eigenen Toy-Vendor, da Toy-Spielzeugspender dazu poppen, ist sehr nice. Ja, und poppt auch eine gegnerische Karte. Richtig. Das heißt, wir können jetzt eins rausnehmen. Er kann natürlich negaten, ist natürlich klar. Also vielleicht wird das jetzt negated. Genau, und er aktiviert natürlich Grandmaster. Okay. Jetzt die Frage, man hätte mit Baroness, klar, man will Baroness aufbehalten für irgendein starkes Spell noch, verstehe ich vollkommen. Aber das Problem ist ja ein Zweiteffekt, und das ist halt, was die Leute nicht wissen. Und zwar, ich chain ihn jetzt natürlich, weil es ein Quick-Effekt ist, denn er kann sich ATK-technisch boosten. Und damit könnten wir jetzt natürlich über Baroness drüber rennen. Let's go! Und ja, jetzt können wir natürlich Omni negaten, aber es wären zwei negate für eine Karte. Das wäre waste. Nee, macht auch nicht. Aber das heißt, wir kriegen jetzt hier 3900. Das ist natürlich sehr schmackhaft. Stark. Bringt es dir was? Du musstest für den Effekt einen Schreckenspelz auf dem Grave tun. Bringt der dir im Grave jetzt was? Ja, also für die Fusion halt. Die jetzt schon benutzt wurde. Okay, die in One-Off ist. I see. Also ja, genau. Nicht wirklich. Genau. So, jetzt können wir Baroness rennen. Wir wollen Battle Phase, wollen das natürlich auch tun. Und jetzt kommt Ohnmacht. Schönes. Er muss mein Toy zerstören. Oh no! Oh nein! Es ist nett. So, jetzt aktiviert sich Toy natürlich. Wir uns Follow-up. Wir brauchen irgendwie eine Fusion. Wir haben keine Polymerisation. Die sucht uns eine Polymerisation. Von daher ist das ganz geil. Aber wir haben noch einen Baroness Negate. Dementsprechend wollen wir jetzt hier natürlich die nicht normeln und versuchen ihn irgendwie zu baiten, den Baroness Negate rausholen. Und das schaffen wir auch. Er aktiviert jetzt Baroness. Und jetzt wird halt der Hund zerstört. Ja, makes sense. Das wirkt halt, wenn man das Deck nicht kennt, das wirkt halt so als verzweifelter, okay, er hat jetzt seinen letzten Normal Summon benutzt und das negiere ich ihm und dann passt er hoffentlich. Genau. Also, war, wie gesagt, man hätte es andersrum machen müssen, man hätte die Fusion negaten müssen und einfach Grandmaster für negate, dann wäre Ohnmacht noch alive und dann hätte er halt eh gewonnen. So. Ja. Ja, jetzt liegt er nur Baroness, muss trotzdem passen, weil habe ich schon genutzt, Normal Summon ist raus, geht gerade nichts. Jetzt kommt Baroness zum Austaggen. Also Baroness ist so busted, ne? Also wer hat sich diese Karte ausgedacht? So, jetzt kommt Grandmaster wieder. Klingt jetzt erstmal weird, weil man denkt sich so, ist Mollier nicht besser oder vielleicht Tenny oder so, aber nein. Vielleicht hat er nichts auf der Hand. Hat er auch nicht. Also das sieht man gleich im Laufe des Duells, also das kann ich vorwegnehmen, er hat nichts. Also das ist schon das stärkste Monster. Dadurch hat er automatisch ein Negate, plus wenn Ohnmacht gemanagt wird, hat er einen Token, also ist schon ganz gut, ne? So, ja. Und ich freue mich, ne? Also ich dachte, ich habe verloren, aber jetzt kommt einfach nur Battle Phase, ja, das ist ja easy. Das ist ja spannend. Der Shadow Player ist noch in the game. Ja, aber hallo. So, wieder eine Set-Karte. Das fand ich jetzt ein bisschen beängstigend. Ja. Die zweite Ohnmacht, Watch. Spielt da auch nur einen in der Regel? Eigentlich schon, aber man weiß nie. So, Draw. Das ist gut. Das ist unser Fusion Summon im gegnerischen Turn. Und er kann den Wahl holen. Und der Wahl poppt ja. Und er protected einmal Fusion Monster vor Zerstörung, was halt auch gut ist. Also Zuschauer, was ihr hier gelernt habt, der Shadow Player poppt. Alright, let's go. Alles klar. So, jetzt aktivieren wir wieder Patchwork, weil wir lieben es und wir haben natürlich noch eine Ash-Blase. Die nächste Ash, let's go. Ja, die tut jetzt nochmal, also die erste tat schon weh, aber die tut jetzt nochmal richtig weh. Also da muss ich sagen, hat er mich ein bisschen hops genommen. Aber jetzt Normal Summon. So, wir müssen für unser einziges Fusion Play gehen, aber er kann es negaten. Ich habe gehofft, er denkt sich, ja, warte ich noch. Nee, er wartet leider nicht. Er hat von vorhin gelernt, nee, wir dürfen ihn nicht fusionieren lassen, sonst eskaliert das hier. Genau, so, Fusion wird dann natürlich jetzt annulliert, er bekommt seinen Token, aber ja, der Token, der bleibt natürlich lange. Battleface, boom. So, Manifest 2, so, wir passen jetzt, wirkt halt jetzt echt schlecht in den Sinn, aber ja, wir können fusionieren im gegnerischen Zug. Ja, das ist okay. Aber er kann dann auch das Monster, was du rausholst, wieder negieren. Aber dann chainst du, ja. Nee, was ist der Effekt von dem? Was ist der erste Effekt vom Wal, dass er den negiert? Ja, eine Karte von mir, eine Karte von ihm zerstören. Und dann kam der Attack Push. Ja, das ist ein Quick-Effekt, genau. Okay, gut, verstehe. Ja, so. Let's go. So, wir gehen jetzt rein, aktivieren jetzt den Effekt. Ich glaube, er wollte in die Battleface gehen. Also, ich meine, er wollte in die Battleface gehen. Fusionieren jetzt hier den Pinguin, um A Chain zu blocken. Zumindest irgendwie, weiß ich was. Also, eigentlich können wir um nichts drum herum spielen. Aber Leute, gewöhnt euch einfach dran, Chain zu blocken. Wenn ihr es drin habt, habt ihr es drin, so, ne? So, dann jetzt hier Wahl, Pinguin. Ja, er negated es natürlich, ne? Also es war ja irgendwie komplett vorhersehbar. Ich benutze den ATK-Boost nicht, weil er in Defense liegt. Schlau, ne? Okay. Ja, also man hätte ihn ATK beschwören können, aber ironischerweise, sie erlaubt uns, zu Fusion zu beschwören. Ah, auf dem Feld. Also 500 Lebenspunkte zahlen. Aber er kann nur einen, entweder den Summon-Effekt oder den Fusionseffekt nutzen. Das ist halt ein bisschen Minus. Genau, das heißt, eigentlich müsste der Eule zerstören, um Fusion aufzuhalten. Deswegen ist auch ein bisschen Bait hier.
So, und den Bait, den schluckt er direkt. Er greift an, aber mein Sensenkobold sagt ja, einmal pro Zerstörungsschützen. Immer diese geheimen Graveyard-Effekte, die dann... Das ist das, was so mich und ich denke auch viele Leute, die eher so ein bisschen Casual-Liga spielen, das ist das, was die Leute am meisten hops nimmt, diese Random, auch bei so Cybers immer. Ja, Cybers, so, oh mein Gott, Alter. Immer diese dummen Graveyard-Effekte, die keiner mehr auf dem Schirm hat, weil irgendwelche Monster von vor 100 Jahren weggelinkt wurden. Und dann banishen die sich und dann passiert plötzlich was. Ja, also eigentlich ist das auch voll Anime-Moment. Bloß in den Kommentaren, wenn dir das auch ständig passiert. Ja, genau, mach das mal. Das ist aber voll Anime-Moment so. Dieses Attacke. Ja, ich hab dir den Effekt von Sensenkobold erklärt, aber du hast eine besondere Fähigkeit vergessen. Genau. Das ist halt wirklich so. So, wir sind dran und jetzt so langsam. Also die zwei Setkarten, wie gesagt, noch aktuell unbekannt. Aber jetzt sind wir perfekt. Wir haben Toy, wir haben Flügel, was super gut ist. Weil wir dadurch halt jetzt ganz viel Drawnen suchen können. Also allein nur deswegen. Wir aktivieren den Zeug, discarden jetzt Flügel. Also was wir ziehen, ist egal. Wir wollen einfach nur Flügel im Friedhof kriegen. Können jetzt Flügel aktivieren, banishen sie und ein anderes Monster. Und dürfen jetzt eine ziehen, plus Toy weglegen, plus noch eine ziehen, plus searchen. Und guck mal, unser drittes Patchwork. Wir lieben Patchwork. Alright. So, das Normal Summon Hund. Gut. Das ist jetzt der Bait für Grandmaster. Ah! Oh. Und der wird auch genommen. So, jetzt kommt Patchwork und dann weiß er, ja, jetzt ist komplett vorbei. Okay, ich war, also das, der Scoop, der war, glaube ich, ein bisschen early, weil der hat ja noch zwei Sets gehabt. So, da kann man doch noch was so vielleicht machen. Ja, vielleicht waren sie fake. Wir können mal gucken, was haben wir denn hier? Die zweite Ohnmacht, ich hab's gecallt. Oh mein Gott. Ich hab's gecallt, I know it. Digga, meine, ey, von der Master Pack Challenge, meine Game Sense und zu predikten, was der Gegner so alles im Deck hat und wann der scoot und was der spielt, das ist on point. Ja, aber also was lag Set? Also ich vermute schon, dass also am schlechtesten Fall Called By da liegt, oder? Called By oder Informant? Ja, aber wer weiß. Aber ich finde, also das Ding ist halt, ich weiß gar nicht, ich hätte glaube ich gar nicht finishen können. Kann ich mein Deck auch sehen? Nee. Das ist jetzt natürlich Minus. Ich hatte natürlich die Fusionsmöglichkeit, jetzt doppelt zu fusionieren, durch die Eule auch. Ja, doch, ich wäre übers Feld gekommen. Hätte ich eine OTK geschafft, müsste ich nochmal gucken. Wahrscheinlich hätte ich eine OTK geschafft, aber dadurch Called By könnte er ja sogar. Also, mit Friedhof arbeitet Fluffle halt auch. Vor allem Called By hätte dann aber Wings banishen können, ne? Also dann hätte man weiß nicht, was dort Set. Ja. Vielleicht war es auch ein Fake-Set. Who knows? Ja, aber wenn er jetzt hier Auftauchen gesettet hat, dann hätte er ja deaktiviert, um Taya sich zu holen. Und hätte ja Combo gehabt. Tja. Es muss Called By Imperm oder Ohnmacht sein. Und Ohnmacht... Denke ich auch, aber da steckst du nicht drin. Vielleicht hat er auch aus Versehen seinen Ashuna in die Spell-Trap-Zone gesettet. Wer weiß. Nee, es geht leider nur im Relay. Aber ich glaube, ich weiß die Lösung. Ich glaube, da wurde nach Essen gerufen. Essen ist fertig. Ah, gar keinen Bock mehr gegen dieses Fluffel. Der jetzt gebe ich auch einfach auf. Digga, wie anstrengend. Ich schieb mir eine Pizza rein. Ja, kann auch sein. Wer weiß. Man weiß es ja nicht. Oh, der hat aber auch die Dedication. Guck dir mal sein Deck an, Alter. Alle Ultra-Rares, die glitzern ja. Da hat er eine Weile. Der liebt Schwertseele. Ja. Aber dafür, dass er Schwertseele so krass feiert, hat er ja am Anfang schon nicht auch richtig gespielt. Der sollte sich vielleicht mal einen Combo-Guide irgendwie reinschauen. Ja, Nibiru ist eine Karte, die brauchen wir nicht respektieren. Mir fällt gerade auf, er spielt einfach kein Maxe, ne? Kein Maxe? vielleicht, wait, kannst du kurz einblenden, in welchem Rank das war? War das Master. Auf Master? Hä? What the fuck? Ja, also, wer braucht der Maxe? Wer braucht den Hand-Bloodgate? Vor allen Dingen Crossout haben, aber kein Maxi ist auch sehr wild, ne? Sehr wild. Also, ja, und er spielt kein Protoss übrigens. Ja, gibt's. Ich raff das aber auch nicht, warum man den nicht spielt. Das, I don't know, es ist gefühlt so ein Auto-Include. Ja, das Problem ist natürlich bei Protoss so generell, die Meta ist ein bisschen breiter geworden und du kannst aktuell, auch jetzt aktuell, ne, wir nehmen das Video auf, ja, wo Tempa ja gerade Meta ist mit, du kannst natürlich Feuer callen oder du kannst Dark callen für Jubel. Für was entscheidest du dich so? Das ist halt eine Schwierigkeit. Also du hast halt 50-50-Ding, ne? Ja,
Aber ich sag mal so, besser 50% der Meter ausschließen, als gar nichts auszuschließen, you know? Fair, fair. Und vor allem kannst du ja das noch neben Grandmaster und Baroness legen. Also, ja. Eben, der kommt ja, und der ist ja einfach for free on top in der Regel. Ja, wenn du halt passend hast, ne, musst halt suchen. Klar, ich kann verstehen, wenn, ne, ob du kannst, ne, kannst du Ohnmacht mit der Karte adden, ja, ne? Wie mit der? Oh, nee, wie war das? Nee, das der, war mit. Der auch noch Monster. Du kannst mir. Achso, Chow Chow war das, der ja, da am Ende. Chow Chow holt der Spell. Der holt Spell. Eine, nee, Karte sogar nur. Stretching. Ja, Karte. Genau. Der addet potenziell Ohnmacht, wenn man schon mit Long One startet. Ja, du. Ich weiß nicht. Ich finde, der muss rein. Ich find, da gibt es gar nichts zu diskutieren. Genau wie Max 10. Aber gut, der Bre ist anders wild unterwegs. Und hat eine auch Challenge gemacht. Das ist halt das Ding. Auch mit suboptimalen Plays. Mit suboptimalen Deck, er hat's reingeschafft in Master. Ja, es ist der Grind einfach nur, Leute. Es ist der Grind, das sag ist der ich Grind. Immer wieder. Einfach reingrinden, oft genug spielen. Natürlich müsst ihr mehr gewinnen als verlieren, aber dann wird das schon. Ja. Ja, habe ich dir zu viel versprochen mit diesen drei Duellen? Nee, ich fand's sehr unterhaltsam, war auf jeden Fall gut. Gerade das letzte hier. Du hast mir ein bisschen mein Herz zerbrochen, wo ich da diesen shitty Pendelpayer anschauen musste. Das hat wehgetan. Aber jetzt das letzte war auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Super. Aber vielleicht hat genau dieser Spieler jetzt ja eventuell dieses Video gesehen und weiß jetzt, wie es besser geht mit diesen ganzen Tipps, die du gesagt hast. Safe. Der Typ mit den japanischen Zeichen hat dieses deutsche Yu-Gi-Oh! YouTube-Video gesehen. Safe. Safe. Hä? Vielleicht fand er einfach den Namen cool. Ich weiß zwar nicht, was da steht, aber vielleicht fand er den Namen einfach cool. Natürlich. Ja, aber dann würde ich sagen, bedanke ich mich. Ja, Leute, checkt Schlummer ab, weil da gibt es ganz viel Master-Duel-Content. Und diesmal kann ich leider nicht sagen, vielleicht kommt demnächst was auf deinen Kanal. Aber ich kann sagen, es war nicht das letzte Mal, dass in wir das gemacht Zukunft. Haben. In naher Zukunft. Doch, in naher Zukunft. Hä? Weißt du, wir haben noch ein Video zusammen aufgenommen, was noch nicht am Start ist. Das ist immer noch nicht online? Nein. Ja gut, Leute. Also, dann repeat ich das. Demnächst kommt ein Video auch mit Schlomo mit uns zusammen online. Stimmt, das ist noch nicht online gegangen, ne? Richtig. Verrückt, verrückt. Ja, die Welt ist verrückt so. Aber guck, dann könnt ihr doch rübergehen und da campen in der Abo-Box. Ja, dann bedanke ich mich, dass du dabei warst. Ja, vielen Dank. Und dann, Leute, wünsche ich euch wie immer einen wunderschönen Tag und viel Spaß beim Duellieren.